Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste, wir sprechen in der zweiten Lesung beim Gesetzentwurf zur Einführung eines Lobbyregisters. Und im Namen der Koalitionsfraktion darf ich sagen, dass wir, wie bereits in der ersten Lesung angekündigt haben, diesen Gesetzentwurf ablehnen, denn wir haben mit dem gerade jüngst auch erst eingeführten Transparenzregister ja doch einen recht großen Erfolg eingeführt. Dieses Transparenzregister legt beim Landtag offen, welche Vereine, Verbände und andere Akteure Einflüsse nehmen, welche beteiligt sind. Und wenn man sich das Ganze anschaut, was da in der Zeit entstanden ist, dann muss man sagen, das ist, glaube ich, schon ein sehr guter Schritt, der die Offenheit stärkt, aber auch dazu führt, eine bessere Kontrolle darüber zu kriegen, wer eigentlich hier im Rahmen der Beteiligung des Landtages mit am Tisch ist. Gleichzeitig haben wir aber auch in der ersten Lesung schon gesagt, dass dieser Gesetzentwurf, der von der AfD eingebracht ist, ja möglicherweise auch nur dazu da ist, um der AfD mit ihrem scheinbar demokratischen Anspruch zu verleihen. Denn die Partei der AfD ist eine Partei mit ganz vielen Verflechtungen, mit ganz viel Intransparenz und ganz, ganz vielen unklaren Spendenquellen. Herr D'Acunha, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Und gerade wenn man sich anschaut, all die Spendenskandale der vergangenen Jahre, die wir mit der AfD gesehen haben, Mittel, die aus dem Ausland kommen, die eingesetzt wurden, wo ja mittlerweile auch rechtskräftig durch den Bundestag gewisse Entscheidungen getroffen wurden, all das führt natürlich dazu, dass man sich fragen muss, welcher potenzielle Einfluss besteht eigentlich von außen auf Entscheidungen, auf Ideen, die innerhalb und außerhalb der AfD entstehen, und all das bleibt weiterhin im Dunkeln. Deswegen, meine Damen und Herren, wir haben mit dem Transparenzregister einen guten Weg eingeschlagen und wir lehnen den Gesetzentwurf der AfD ab. Vielen Dank.